Was hast du? Ja. Wow, Glück. Ich glaube, den hatte ich noch nie geschlagen. Du hier? Nein. Das bist du, glaube ich. Nee. Du und du. Da kommst du. Das müsstest du sein. Okay. Da fehlen nur noch zwei. Und das müssen dann ja die beiden sein. So, und nun? Ach, da hinten ist eine Tür aufgegangen. Und dort ist ein Schalter. Den drücken wir doch mal. Na, was passiert jetzt? Das Licht geht aus. Na, klasse. Aber da kommt ein greller Lichtstrahl. Aber es ist anscheinend nicht der einzige, den wir machen müssen. Aber es ist immerhin schon mal einer. Okay, wir sind hier links reingegangen. Dann gehen wir das nächste Mal jetzt. Da rechts reingegangen. Jetzt gehen wir das nächste Mal hier links rein. Ja, die Tür geht auf. So, und du Spinne, töte mich mal. Dankeschön. Ich denke mal, das wurde zwischengespeichert, dass ich deinen Strahl aktiviert habe. Oh, ich bin direkt wieder vor dem Eingang, wo ich gerade eben gestorben bin. Nur mit vollem Leben diesmal. Hey, dunkles Echo. Wie wir es alle kennen und lieben. Da bin ich nicht weit genug gesprungen. Nein, nein, das war definitiv nicht weit genug. Ich glaube, da muss ich den langen Sprung machen. So. Das macht immer so einen Klack, bevor die wechseln. Was ist hier? Oh, das Echo. Brauche ich nicht. Ich meine, hier drin kann ich auch den dunklen Check nicht wirklich anwenden. Bisher hätte sich das nie gelohnt. Für so ein paar Spinnen. Die eigentlich nie wirklich eine Herausforderung sind. Okay, hier gibt es eine Jump'n'Run-Passage. Eigentlich kein Problem. Würde ich schätzen. Allerdings, wenn wir next kommen, dann wird das doch durchaus schon schwerer. Wow. Und ich habe auch in Jump'n'Run-Passagen schon oft genug geschafft. Ich habe gedacht, die Dinger stürzen. Nein. Ach nee, es war aber richtig, was ich getan habe. Es war aber richtig. Okay, aber Stacheln kommen jetzt nicht mehr, oder? Sieht nicht danach aus. Gut, dann komm mal her hier. Das ist aber auch ein fortschrittlicher Tempel. Mei, oh mei. Oder Grabmal. Was auch immer. Die haben auch wieder hier ordentlich was an Technik hier. So. Wieder mal nur dummes Echo. Welches ich nicht benötigen tue. Das habe ich jetzt mal ganz umständlich ausgesprochen. Hier weiter. Ach, die Stange bewegt sich erstmal nach links und rechts. Ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Damit es nicht langweilig wird. Ja. Sehr schön. Und natürlich das Ganze nochmal von vorne. Natürlich. Weil es so spaßig ist und überhaupt nicht langweilig, wenn man immer das Gleiche macht. Da war ich zu schnell. War ich fast wieder zu schnell. Da wieder auch, aber bisher hat es immer gepasst. So, das war natürlich wieder sehr toll. Also gleich noch einmal. Yay. Na, klasse. Scheiß Spinnen. So, diesmal habe ich jetzt eine nicht so gute Zeit. Ich bleib mal hier hängen. Ich hier wieder in die Zeit reinkomme. Ich war da eigentlich schon immer zu langsam. So.
Du bist hier gleich vorne. Nicht gesehen. Beinahe wäre ich in dich reingetreten. Oh, die fährt gerade weg. Jetzt ranhängen. Oh Gott. Gut, check, dass du dich festgehalten hast. So kann ich auch hier stehen bleiben. Ja. Komfortable Version mit Fahrstuhl. Wie geil ist das denn? Okay, da hätte ich jetzt raufspringen müssen, können, aber warten wir halt noch eine Runde. Hey, zum Glück sind die Dinger gar nicht langsam. So. Und jetzt rauf. Na? Hier waren wir auch schon mal. Ich finde, bei jeder so einer dunklen Eco-Kiste sollte es einen Checkpoint geben. So. Jetzt das, wo ich das letzte Mal nicht so richtig extrem gut angestellt habe. Aber ich muss sagen, das sah schon elegant aus. Ach ne, das war die nächste Stange, glaube ich. Oh ne, war es gar nicht. Das war schon die erste. Gut, Jack, danke, dass du dich festgehalten hast. Was gibt's hier? Ein Schalter. Achso, ich wollte schon mal jetzt bewegen. Okay. Das verwirrt mich jetzt so ein kleines bisschen. Ach so, da geht's jetzt nach unten. Aha. Das ist aber sehr verspielt gemacht. Okay, hier gibt's ein paar Spinnen, aber... Also nichts, wofür es sich lohnt, den dunklen Jack anzuwenden. Ich befürchte, was gleich kommt. Ich weiß, was gleich kommt. Dexter, du bist ein Trottel. Ach, ja. Und wir dürfen Dexter spielen. Das ist doch mal ein nettes kleines Gimmick. Aber Dexter ist immerhin schnell genug. Ich finde aber... Wow. Dexter, du fällst sehr elegant. Solange wie du dich noch in der Luft hältst, hast du dich da auch noch festhalten können. Das sieht witzig aus, wie Dexter springt. Ah. Aber ich finde, da hätten sie ruhig eine andere Musik reinmachen können. Und ich denke mal, ihr alle wisst, welche Musik ich meine. So, ich wette gleich, rollst du einmal weiter. Ah, ne. Ach. Das ist ja gar keine Kugel. Oh Gott, daran habe ich mich nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Kann ich schlagen? Ja, ich kann schlagen. Okay. Gott, ich hasse Spinnen. Wird das irgendwie zwischengespeichert? Ja. Etwas. Na los, Dexter. Na, sehr toll gemacht. Dexter, ich bin stolz auf dich. Du bist im Arbeit. Okay. Also das Spiel ist durchaus gar nicht mal so leicht. Ich weiß, das Ganze sieht jetzt wahrscheinlich verdammt leicht aus, aber bei Dexter sieht man so schlecht, wie der, wo der hinspringt und dann auch noch von dieser Frontperspektive, wo man nicht sieht, was kommt und so weiter und so fort. Also das Ganze ist nicht leicht. Nicht so leicht, wie es aussieht zumindest. Okay. Und warum sich Dexter nicht festhalten kann, weiß ich auch nicht. Und dass es eine Spinne ist, erleichtert das Ganze auch nicht. Ich hasse Spinnen. Es ist nicht, dass ich Angst vor Spinnen habe, ich finde Spinnen einfach nur abgrundtief eklig. So. Dexter. Du warst doch drauf, warum rutschst du noch so einen halben Meter zur Seite weg? Also, ja, die Entwickler haben bei dem Spiel wirklich gute Arbeit geleistet und auch diese Idee, dass man Dexter steuern kann, ist wirklich grandios. Aber, das gerade eben. Das haben sie voll verkackt. Gut, das habe ich voll verkackt.
Da können wir die Tür. Ja, ich meine, ich war doch vorhin ganz eindeutig drauf. Warum Dexter keinen Doppelsprung macht, weiß ich auch nicht. Ach, egal. Gut. Weiter, weiter. Weiter. Na los. Dexter, mach doch einen Doppelsprung. Ach, meine Güte. Und wieder die ganzen Spinnen hier killen. Ich meine, wir sind ja immer recht schnell an dem Ort des Sterbens, wo wir immer wieder sterben. Das ist hier. Jetzt hat Dexter schon wieder keinen Doppelsprung gemacht, deswegen war er vor da und deswegen war ich total verwirrt. Oh. Wir wollten mitten in der Luft abbremsen. So, ich glaube, ich versuch's das nächste Mal gar nicht mit Doppelsprung. Und jetzt hängt Dexter an der Schwelle fest. Jetzt hängt es Dexter an der Ecke fest. Okay, da sollte ich ihn doch beibehalten. Aber ansonsten, glaube ich, versuche ich es mal, mich außer bei diesen Dingern, damit ich nicht in der Festhänge, auf den Einsersprung zu beschränken. So, Einsersprung, 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 aha. Aber wesentlich weiter gekommen als sonst schon mal. Na, hier kann man auch mal einen Einsersprung rüber. Ich hab schon gedacht, ich habe den jetzt nicht wieder verkackt. Mal erledigen. Warum kann ich nicht einfach die große Spinne K.O. schlagen? Ah, da habe ich wieder zu spät gedrückt. Also weiter. Und so langsam kriege ich auch einen Krampf im Daumen. Den Analogstick die ganze Zeit nach hinten drücken. Ziehen viel mehr. Das ist das Anstrengende daran. Weißt du, wenn man die ganze Zeit nach vorne geht, dann habe ich den Daumen immer hinterm Stick und drücke den nach vorne. Aber jetzt habe ich den Daumen auf dem Stick und ziehe den nach hinten. Ja. Bitte. Speicherpunkt. Nein, nein. Oh nein. Ich wollte doch einen Doppelsprung machen. Ich wollte wirklich einen Doppelsprung machen. Sozusagen auf Nummer sicher gehen. Also nochmal das Ganze hier. Aber geschafft. So. Doppelsprung bitte. Danke. Ich bin erledigen. Danke. Oh nein. Nein! Das hätten sie auch nochmal speichern können. So langsam wird die Passage, wo nicht gespeichert wurde, ein wenig lang. Oh Gott. Waren die immer schon so weit auseinander? Das kam mir gerade irgendwie sehr weit vor. So. Okay, okay, okay. Nein. Und da hängt Dexter wieder fest. Das gibt's doch nicht. Ich meine, Dexter macht ja auch wirklich viel Schwachsinn zwischendurch. Und wenn er das mal nicht machen würde. Ich meine, warum hängt er mit Knubbel fest? Da kann er doch eigentlich rüberlaufen. So klein ist Dexter nun auch nicht. Dexter ist zwar klein, keine Frage, aber so klein doch nicht. Doppelsprung. Danke. So. Gut. Wow. Gab es das einen Zwischenspeicherpunkt? Weil, oh mein Gott, ich bin viel zu langsam, habe ich das Gefühl. Jetzt bin ich unter ihr. Jetzt bin ich gestorben. Es gab einen Zwischenspeicher. Hooray. Gott sei Dank. So. Okay.